Hallo Freunde, heute wollte ich euch zeigen, wie ich bei mir, meinen Kanarien und auch meinen Stieglitzen das Nest zusammenstelle und wie ich das so zusammenbaue, dass die Gefahr nicht besteht, dass die Kanarien oder die Stieglitze, wenn die die Eier gelegt haben, dass die aus Versehen den Nest quasi mit den Krallen auf den Boden schmeißen, ne, und dann alles kaputt geht. Und ja, ich mache das Ganze so, ja, ich habe diese Nester, die man quasi von außen dran macht, ja. Dann habe ich mir noch von Kokosfasern diese Innenlegnester gekauft, die benutze ich für beide, für Kanarien und für Stieglitze. Die werden dann einmal einfach, das ist jetzt ein bisschen schwer mit einer Hand, werden dann einfach so reingelegt, ja, so, und werden dann von hier hinten, ja, mit so einem Kabelbinder befestigt, so dass das Nest dann einmal komplett hier fest drin sitzt, ja, und das auch dann nicht mehr rausfallen kann. Ich habe jetzt hier ein Fertigprodukt, den ich euch zeigen möchte, wie ich das mache. Seht ihr? So meine ich das mit den Kabelbindern, ja. So ist das Nest von innen befestigt und kann nicht rausfallen, ja. Und ihr könnt dann noch ja, mit echten Zweigen oder halt unechte, wie jetzt in meinem Fall, könnt ihr das Ganze nochmal komplett abdecken. Ja. Ich habe jetzt so ein kleines Fenster gelassen, damit ich reingucken kann. Muss ich nicht jedes Mal die Tür öffnen. Ja. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt das machen, wenn eure Tiere noch ein bisschen scheu sind, ja. Ansonsten braucht ihr das nicht, ihr könnt es auch dann einfach ganz normal blanko lassen. Ich zeige euch das mal, ja. So sieht das dann aus, ja. So, und genau das gleiche werde ich jetzt nochmal auf Italienisch übersetzen für die italienischen Freunde. Allora ragazzi, ciao a tutti. In questo piccolo video vi voglio far vedere come io monto i nidi ai miei canari e ai miei cardellini, e per evitare che succede che rimangono impigliati con le unghie, con le zampe nel nido e fanno cascare tutto con le uova, con i pulcini a terra, io metto questo nido che è di un materiale, penso che siano dei fili di cocco intrecciati. Io questo poi lo metto qui dentro e con una fascetta di dietro lo stabilizzo così che non può più cadere. Ma qui vi faccio vedere il prodotto già finito, no? Vedete? E così non avete il rischio che i vostri soggetti creano danni. Io poi ho messo pure fuori, ci ho messo un po', questo mo, non è vera, non è di plastica, tutto questo verde qui è di plastica, non sono foglie vere, non sono rami veri. Voi naturalmente potete fare anche l'utilizzo di quelli veri oppure anche lasciarlo completamente libero. Io mo l'ho fatto così, potete guardare, ho lasciato pure una piccola finestra
Una volta che è montato, voi dalla finestra potete guardare dentro se già ci stanno delle uova oppure no, per non aprire ogni volta tutto, no? Però non dovete per forza farlo così, io lo faccio così, mi trovo molto bene e volevo farvelo vedere. Spero che questo video, raga, vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima, ok, raga? Ciao. Liebe Leute, ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Es ist ein kurzes Video und ich war gerade dabei, das an meinen zu machen und habe gedacht, komm, der eine oder andere ist bestimmt daran interessiert und hat nochmal dieses Video gemacht. Viel Spaß und bis bald. Ciao, Freunde.